Mit 36 Kills, ja mein. Seid ihr gut? Wer bist denn du? Hey Freunde, ist wieder da und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Cult of the Lamb. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir einen Kreuzzug gemacht, haben hier wieder ein bisschen ausgebaut, haben ein paar Sachen freigeschalten. Und wir haben James zum Jünger gemacht und er wurde direkt verdammt. Schaut euch auf jeden Fall einfach die letzte Folge an. War ziemlich skurril, hätte ich jetzt gesagt. Also, war ziemlich speziell. So, der heutige Plan ist eigentlich, einen Run im Spinnengebiet zu machen. Es ist doch gerade übelst dreckig irgendwo. Ah, die Toiletten sind voll. Und das Putzhäuschen. So, Putzhäuschen gereinigt. Perfekt. Genau. Und ich wollte eigentlich noch zu Soso. Warte kurz. Sünde. Wer hat im Moment viel Sünde? Enne. Baumbart. Komm, wir machen Baumbart. Hier, Baumbart. Komm her. So, okay. Ich muss also aufpassen, wenn ich Sünde generiere. Weil meine Anhänger durch das verdammt werden können. Das ist ein bisschen gefährlich. Aber woher soll ich das wissen, ne? Kurz hier wieder Gras abfüllen. Ist sehr gut, dass sie es so schnell füllen. So, machen wir das Haus wieder auf, das Getränkehaus. Oh, wir haben ein Ding gekriegt schon wieder. Erhalte Getränkemischerweste. Dient dazu, darin zu dienen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall das Ding. Wie sag ich? Die Schneiderei. Aber ich will jetzt kurz mal bei Soso vorbeischauen, weil mit dem haben wir, glaube ich, noch nicht vier Dinger gekriegt. Oh, warte kurz. Meine Katze will aus dem Zimmer raus. So, da bin ich wieder. Wir haben gerade ziemlich viel Geld verloren. Was ist mit ihm? Wir haben doch von ihm noch nicht vier Sachen gekriegt. Ist ein bisschen weird. Ich habe zu wenig Geld, um das hier zu machen. Ups. Dann zurück zum Ding. Und dann machen wir höchstwahrscheinlich eine Runde im aktuellen Gebiet, hätte ich gesagt. Machen wir mal da eine Runde. Der Schrein ist gerade wieder voll. Machen wir den nochmal kurz leer. So, ich will noch mal kurz hier unten nachsehen. Wir machen noch mal drei Wein. So, das sollte, glaube ich, genug sein, für wieder ein Farmhaus zu bauen. Ne, um eines fehlt es. Um ein Ding, okay. So, wir machen kurz eine neue Runde im Gebiet. Kann ich mir nicht leisten, sorry. So, eine Runde im neuen Gebiet, weil vielleicht finden wir nochmal einen Astralagoi-Gegner. Oh ne, die Hände, Mann. Warum die Hände? Ich hasse die Hände. Gut, ich hasse sie nicht so heftig wie die Ding. Wie die, wie der Hammer. Aber, wow. Ich bin nicht mehr das, was ich einst war. Ich bin zwar nicht mehr weise, aber auch kein Narr. Ich weiß, dass das Ende naht. Ich kann in einer Beichte etwas Trost finden. Die Schuld lastet schwer auf meinen Schultern. Ich habe ihn die Idee des Wandels nahegebracht. Denn mein Gebiet ist das Wissen und dieses entwickelt sich stetig fort. Ein natürlicher Zustand für mich, aber für ihn höchst unnatürlich. Der Tod kann nicht rückwärts fließen. Ich war es, der veranlasste, dass er in Ketten gelegt wurde, dass er von uns Vieren in die Unterwerfung gezwungen wurde.
Und so wird es auch bei dir sein. Knie nieder, Lamm. Nee. Ein Löwe in der Gestalt eines Lamms. Ich habe nichts anderes von einem Gefäß der Roten Krone erwartet. Sehr gut. Der Krieg ist ebenfalls mein Bereich. Okay. Oh mein Gott, was sind denn das für miese Spinnen mit ihren komischen Kugeln, ne? Hinten lauscht noch einer herum. Boah, ich gab es hier viel Knochen, als er kam. Holy. Was, das waren immer noch nicht alle? Ah, Mist. Okay, Vergiftung ist sehr schlecht. Boah, ich habe gerade irgendwie 2 Herzen durch Vergiftung verloren oder so. Ah ja, wir haben ja die neue Robe freigeschaltet in der letzten Folge. Okay, ich muss ein bisschen aufpassen. Weil sonst kassiere ich übelst den Damage. Wow. 50% Chance, ein krankes Herz zu erhalten oder 50% Chance, allen Gegenschaden zuzufügen. Oh, das klingt nice. Wenn wir Glück haben, bekommen wir vielleicht eine Tarotkarte, die uns immun gegen Giftschaden macht. Dann werden wir natürlich wieder im Rennen. Dann müssen wir schauen. Was ist das für ein Tausendfüßler, Rowley? Au. Okay, die Sackgasse ist also hier drüben. Wenn wir kurz hier reinschauen. Ich darf einfach nicht stehen bleiben, weil sonst das Gift spawnt unter mir und ich muss einfach in Bewegung bleiben, wenn ich gehittet werde. So, ich habe noch ein zusätzliches Herz. Sehr nice. Jetzt sind wir wieder ein bisschen im Rennen drin. Ich gehe zuerst hier lang. Wir haben ein Herz gekriegt. Glaube ich zumindest. So, gehen wir nachher nochmal zurück in den Relikt-Shop, weil jetzt habe ich das Relikt verbraucht und kann jetzt wieder ein neues holen. Umkreisen das Auge, die Gegner bei Kontakt einfrieren. Ja, gib. Nice, ich habe jetzt 2 Augen, ja mein. Die Gegner bei Kontakt einfrieren, das ist ja richtig nice. Säcke zu zerstören ist ein bisschen mühsam, aber halt das Anhängen Fleisch ist einfach so gottverdammt viel wert. Kommt alle her, kommt zu einem Palast des Wunders und der Freude, wo alles, das glänzt Gold ist, versprochen. Höhle des Midas, 7 Tage die Woche geöffnet. Ah, das letzte Gebiet. Zum Erkunden. Höhle des Midas. Okay. Können wir da dann auch noch vorbeischauen? So, noch eine Tarotkarte. Chance auf bessere Truhen. Das ist doch nice. Wo gehen wir lang? Ich hätte gesagt hier. Haben wir noch einen Anhänger plus... Du schon wieder.
Familienbande verwandelten sich stattdessen in Ketten. Der unersättlichste Appetit war gezügelt und eingedämmt. Die ansteckendsten Ideen abgeschnitten und weggebrannt, bevor sie faulen und sich ausbreiten konnten. Grausam, wirklich, doch welche andere Möglichkeit ward gegeben? Wie tötet man den Tod? Es ist unmöglich. Okay. Der Typ ist ein bisschen weird, was der immer erzählt, aber ja. Shamura, für deine Weisheit erbringen wir dieses Opfer. Allwissend in dir suchen wir die Antwort. Boah, hab ich die Deal erwischt. Au. Ich liebe einfach diesen Nahkampfangriff, der ist so stark. Zack. So, Waschbär befreit. Nehmen wir ihn mit. Perfekt. Anhängerindoktrination verfügbar. Ich nehme kurz hier das ganze Zeugs mit, weil die Knochen brauchen wir für Rituale. Oh, Patrick ist draufgegangen. Mist, aber ich habe es irgendwie schon erwartet, weil er ziemlich alt war. Gold. Haben wir auch gefunden. Den können wir gut Münzen craften. Sehr gut. So, dann Bossfight. Ein bisschen Ding. Göttliche Inspiration hat noch nicht ganz gereicht. Du Drecks, 1000 Füßler. So, weiter. Fast wieder vergiftet worden. Wegen so einer Pütze. So, mal weiter. Oh mein Gott, wer bist denn du? Ich bleib, glaube ich, gerade beim Angriff, den ich jetzt habe, beim Fluch, weil der ist nice, der Fluch. Wir kriegen noch einmal Tarotkarten. Schauen wir uns kurz noch die Tarotkarten an. Immun gegen Gift. Perfekt. Jetzt sollten wir eigentlich keinen Damage mehr kriegen, wenn wir einen Hit kassieren. Ja, ich bin immun gegen Gift. Der Nachteil der Robe ist ausgeglichen. Das ist ja richtig nice. Das ist ja übelst nice. Verursache Giftschaden, wenn du einen Gegner triffst. Das ist noch besser. Boah, was ist denn du wieder für ein Riesen-Oschi? Vor allem, wie viel hältst du aus?
Aber ich muss wirklich sagen, das Gebiet von Hecate ist meiner Meinung nach das schwierigste, das Froschgebiet. Das ist meiner Meinung nach wirklich das schwierigste Gebiet. So, wir haben alles erkundet. 1000 Füßler. Webhaar. Das ist richtig OP, immun gegen Gift, ey, der kann mir gar nichts. Autsch. Und da ist er weg. Retten wir den. Mitgenommen. Wir nehmen die Samen mit. Ein bisschen was zum Anpflanzen. Sehr gut. Perfekt. Wir haben leider keinen Gegner für Astralagoi gefunden. Was soll's? 136 Kills, ja man. Seid ihr gut? Wer bist denn du? Du bist also die Kreatur, die dafür sorgt, dass der Äther dieser Welt Wellen wirft und sich verformt. Es ist ewig her, dass ich Bekanntschaft mit einer neuen Art von Idol gemacht habe. Mach so weiter und wir werden uns in Zukunft wiedersehen. Und falls nicht, sei dankbar ob dieses Treffens. Okay, what the hell? Wer ist denn das, wenn ich fragen darf? Wer sind denn die? Oh. Wir verpacken ihn mal und bringen ihn mal weg. Patrick. Patrick kommt in die Gruft. Irut Steve, Zeuge Gares, Foxy, Penny, John. Ah ja, Foxy ist ja immer noch tot. Aber der kommt sicher auch wieder zurück demnächst. Göttliche Inspiration schon wieder. Was nehmen wir? Paarungszelt, das interessiert mich. Ich muss wissen, was das ist. Gut, ich kann das eigentlich nachlesen. Lade zwei Anhänger ein, um sie entscheiden zu lassen, ob sie gemeinsam ein Ei zeugen möchten. Kostet Sünde. Schalte Brutstätte frei. Tritt beim Trommelkreis auf und führe die Gläubigen mit rhythmischen Beats in Versuchung. Erzeugt Sünde. Okay. Wir können das Getränk auch noch gerade öffnen. Benji, was hattest du für einen Auftrag für mich? Ah, okay, er hat ihn abgebrochen direkt. Ja, Mann. Predigt. Wir brauchen eine Predigt. Ritual. Wir können, glaube ich, wieder jemanden opfern. Ah, Doktrine verkünden können wir noch. Ich glaube, die letzte Doktrin für die Sünde. Ja, vierte und letzte Doktrin für Sünde. Änderst du ihre Treue oder ihren Charme? Sünde, in Sünde geboren. Anhänger, die im Kult ausschlüpfen, kommen mit etwas Sünde auf die Welt. Anhänger, die im Kult ausschlüpfen, kommen mit viel Loyalität auf die Welt. Ich glaube, Sünde ist besser, weil Sünde ist ziemlich rar. Sünde ist ziemlich rar, was das Ding betrifft. Das Farmen. Loyalität bekommst du ziemlich schnell. Aber Sünde, bin ich jetzt ein bisschen der Meinung, dass die ein bisschen schwieriger zu bekommen ist. Wir können jemanden aufsteigen lassen, das ist gut. Wir haben ein paar alte Anhänger.
Kurz mal schauen. 57, 55, 53. Angus, du kannst gehen. Er kommt später wieder einmal. Sehr gut, da ist er weg. Da haben wir schon wieder 3 Level gekriegt. Ja, moin. Sehr gut. Und wir können, glaube ich, auch direkt wieder jemanden zurückholen. Ja, das können wir auch. Dann holen wir auch gerade jemanden zurück. Wer ist als letztes draufgegangen? Oh, Steve kommt zurück. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Da ist er wieder. Welcome back. So, dann haben wir noch kurze Predigt. Wir machen Donnerbüchsenbeherrschung. Sehr nice. Ich glaube, fast nochmals für ein Level gereicht, ja, Mann. Wir haben ein paar nochmal ein Level gekriegt. Sehr gut. Ich kriege sogar keine Doktrinteile mehr, weil ich so viel habe, dass es reicht, um alles freizuschalten. So, einsammeln, kurz schauen. 11 Holzbretter, 22 Blöcke. Blöcke reichen um Längen, die Holzbretter aber nicht. So. Geben wir denen hier noch einen Segen. Sehr gut. Ist das Level gerade direkt nochmal erhöht? Von Moxie. Hier drüben sind sie am Bauen. Hier ein Segen. Sehr gut. So, ich brauche ein paar Bretter mehr. So, 10 Stück. Dann machen wir hier noch ein bisschen Geld. Henry hat sich gerade besoffen. Donkey hat einen Auftrag. Ich glaube, der labert sowieso nur komisches Zeug, weil er besoffen ist. Ich bin gar nicht dusselig. Ich schwöre es. Putzfinder Ehrenwort. Okay. Ups. Oh, Fund ist ein Level up. Aber ich wollte eigentlich nicht mit ihm reden, weil ich die Kiste cleanen wollte. Da. Wir haben auf jeden Fall wieder sehr viel Zeug. Das ist sehr gut. Okay, das noch. Und da versammeln wir rein. Perfekt. Wir können, glaube ich, noch Sünde machen. Komm, Happy. Happy ist so ein bisschen unsere Sündemaschine. Dürfte ich harvesten? Danke. Sehr gut. Wie viele Sünde haben wir eigentlich? 6 Stück, ja Mann. Henry hat gekotzt. So, okay. Wir haben hier nochmal ein bisschen Ding. Ein bisschen Hingabe. So. Ich wollte gerade noch was machen. Muss gerade überlegen. Ende, das wollte ich gerade noch machen. Ah, jetzt ist es wieder reingefallen. Ich wollte den Tempel upgraden wieder. Weil wir haben gerade genug Sünde. Um den Tempel abzugraden. Nice. Sehr gut. Und jetzt... wir können ihn umdekorieren. Oh mein Gott, das sieht ja richtig nice aus. Wir haben jetzt einfach so einen grünen Landschaftstempel. Der sieht ja richtig geil aus. Ist ja richtig nice. So. Gut. Dann ist das genug für heute. Ich hätte gesagt, ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Cult of the Lamb wieder.
Schau gerne meine anderen Projekten vorbei. Dann hätte ich gesagt. Bis zum nächsten Mal. Thank you.